Hallo liebe Leute von heute, willkommen wieder zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video auf dem NFL-Server. Hier ist wieder Videos mit am Start natürlich, der ist es. Ojo, ojo, ojo. Ey, da ist schon wieder, pass auf. Von da oben, hast du es gesehen? Ja, habe ich jetzt. Jetzt habe ich sogar auf Video. Ja gut, Videos. Das Pech ist halt, dass der Typ zu inkompetent ist zu treffen. Er zuhört uns mit dem Bogen. Ja gut. Ich gehe jetzt da hoch. Ist mir jetzt scheißegal. Ja gut, da werde ich halt gebannt. Ist mir dann jetzt letztendlich auch schon egal. Ich wurde heute. Ich komm, also das war echt lächerlich. Ja. Gut, sagen wir mal, Vitus wurde heute gebannt aus einem Grund, den wir beide nicht wirklich verstehen, und er wurde zwar wieder. Er ist lächerlich. Also, den müssen wir sich auch nicht weiter ausführen, weil ihr würdet euch einfach was totlachen. Ja. Wird dann zu Cybermorgen für diesen einen Typ sie führen, also lassen wir es lieber. Genau. Ja gut, dann würde ich einfach sagen, unternehmen wir einige Sachen. Ich habe hier zwei Name-Tags, einmal Claudia und einmal Edgar. Also komm mit. Vielleicht ahnt ihr schon. Hier ist übrigens der Owner, Ramor, gerade online. Der macht auch meiner Meinung nach sehr nice Videos. Auch sein Kanal ist natürlich in der Beschreibung drinnen. Jetzt macht er natürlich auch noch Werbung. Ja, macht er. Ja, das ist so. Ja, aber warte, wir haben erstens mal vor zwei Tagen, nee, heute. Ja, heute eine Garage gebaut. Nee, Garage, mehr Garage. Da parken unsere tollen Lamborghinis und Porsche. Ja, Alter. Lamborghini, Brownie und hier. Und was haben wir hier? Zwei Schweine. Edgar. Die zwei etwas. Und Claudia. Zwar, einmal hier. Ojo. Claudia und einmal Edgar. Dann lass uns direkt mal ein bisschen alleine. Oh. Ojo. Es ist passiert. ein kleiner Baby. Ich gebe ihm mal ein bisschen was zu fressen, Alter. Baby Edgar. Komm hier, friss. Claudia und Edgar. Das Nimm und Wachs. Das wunderschöne braune Paar, das irgendwie wie ein Wildschwein aussieht. Wachsen die überhaupt, wenn ich denen was zu fressen gebe? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Hier haben wir auch unsere kleine Kuh besorgt. Und natürlich unser treues Pferd Brownie. Nein, sie wachsen nicht, okay. Ja, okay, das ist das zweite Pferd, das Brownie heißt. Ja, genau. Weil, yeah. Ja gut, wir haben Ersatz bekommen, weil unseres despawned. Nee, nicht despawned. Entfernt worden ist. Ja, genau. Durch alle Mobs auf der Welt wurden entfernt, genauso wie unsere Hühner. Wir müssen uns jetzt Ersatz suchen, das. Ja. Ja, gut. Dann haben wir natürlich noch was gemacht. Das ist natürlich nicht das einzige, also, Vitus. Komm. Und wir haben uns heute auch noch vorgenommen, gemeinsam die Bank fertig zu bauen. Da ist halt letztes Mal nicht wirklich viel passiert, außer ein wunderschöner Gang und ein Tresorraum. Ein wunderschöner Gang, natürlich. Aber ich glaube, haben wir. Nee, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht auf jeden Fall. Nee, den haben wir noch gar nicht gezeigt. Ja, den zeigen wir aber später. Zuerst das Größte, was wir eigentlich gemacht haben. Zwei große Sachen eigentlich sogar. Wirklich? Ja, das fällt. Genau, Alter. Hier noch ein wunderbares. Oh. So, jetzt kommt das wunderbare Feld. So, hier ein wunderbares, kleines, natürlich kleines Feld hier. Und dann geht's hier noch etwas weiter nach unten. Und da haben wir was errichtet, was sau viel Arbeit war. Es sieht zwar nicht nach so viel Arbeit aus, aber naja, schaut mal. Wir haben Emeralds gefunden. Ja, genau. Also in diesem Raum hier drin haben wir Emeralds gefunden. Nein, es ist kein Dorfbewohner, schade. Leider kein Dorfbewohner, nein. Und ja, hier haben wir halt eine Holzfarm errichtet. Im Haus. Die muss übrigens auch so hoch sein, da Creeper spawnen und Endermans und was weiß ich noch für eine Scheiße. Und Skelette und Spinnen. Und der Dorfbewohner ist despawned. Nee, den haben wir doch runtergeführt, oder? Nein, das war ein Zombie, den wir da runtergeführt haben und dann zu einem Dorfbewohner gemacht haben. Wer ist despawned? Das kann doch nicht sein. Sind die anderen auch weg? Die anderen sind noch da, also zumindest waren sie vorhin noch da. Okay. Naja, schauen wir mal nach. Da will ich auch direkt noch, was wir gerade noch am Bau ist, also. Ja, also wir haben noch, genau, noch etwas im Bau drinnen. In einem kleinen Partyraum. Und hier ist schon ein geiler Creeper. Okay, einer von den beiden ist auf jeden Fall. Ja, der andere ist weg. Ist weg. Okay. Oh ja, okay. Geil. 17 Fäden für einen Emerald. Ich hole mal kurz unsere Fäden. Was?
und nützt dir Emeralds. Okay, aber Kohle? Für Kohle könnten wir auch was bekommen. Nein, wir haben zu wenig Kohle gerade. Wir haben nicht mal volle Öfen. Wir haben wirklich zu wenig Kohle gerade. Kann sein. Ja, wir haben nicht mal volle Öfen. Das kann sein. Ja, gut. Gott. Ja, genau, Gott. Aber schau mal, hier habe ich fast fünf Stacks Kohle. Das weißt du, oder? Oder wusstest du es nicht? Ja, dann tu die mal in den Ofen rein, Alter. Du machst es. Also direkt mal 3 Smaragde getradet. 3 Smaragde? Ja, das ist doch traumhaft. Leider kann man keine... Warte mal. Ah, nee, das... jetzt tradet er nur noch Scheiße. Obwohl, bring mal Kohle runter in den Stack oder so. Oh, okay, warte. Oben in den Öfen ist eh sau viel Kohle drin. Echt? Aber in denen als Stopper nicht, glaube ich. Ah. Ah ja, genau, in denen als Stopper ist gar keine drin. Warte, ich verschwende eine Enderperle. Okay, nee. Wir brauchen Enderperlen zwar nicht so dringend, aber... ein paar Tränke, ein paar Verzauberungen, boah. Hier in der Kiste, hier. Hallo. Alter, der ist doch... Alter, wie dumm geht's? Er nimmt alle 4 Stacks. Bist du eigentlich komplett inkompetent? Alter? Wieso? Wegen Creative Crafts haben wir doch Julia gebannt. Hast du bestimmt mitbekommen. Ja, warum? Und jetzt soll ich Julia sagen, dass er ihr nicht böse ist. Weil sie seine Bilder weggenommen hat. Geige. Seine was? Bilder! Seine Bilder. Bei uns sind aber Bilder auch weg. Ich kann... Nein! Hä? Man muss doch einmal komplett durchtraden, oder? Für 1 Smaragd und 6 Rohekabeljau kriegt man einen gebratenen. Geil. Und für 7 Smaragd eine Angel mit Haltbarkeit. Eine Angel mit Haltbarkeit. Boah, Alter. Das bringt's doch, Alter. Lass ja, wir haben vor allem eine mit Haltbarkeit 3. Ja, wir hatten eine. Und Glück ist mir... Was? Was ist? Ist was? Weißt du, wie viel XP die gekostet hat? Weißt du das, ne? Weißt du das? 3? Ja. Weißt du, wie viel XP die gekostet hat? 3. Das Glück des Meeres schon. Das Zusammenführen hingegen hat mich dann nochmal 30 XP gekostet. Also 3. Ja, 33 XP. Sagen wir mal, für eine fricken Angel, die niemand repariert hat. Ich hab dummerweise, du Schwein. Ich habe dummerweise von jemandem ja mal ein Schaf getötet, das Jab hieß. Und da habe ich ihm dann als Entschädigung halt was zurückgegeben. Der braucht den Nametag. Danke, dass du übrigens die Nametag versteckt hast. Ich habe die nicht versteckt. Ich wusste nicht, dass wir freaking 8 Nametags haben. Und hab halt mit der freaking Angel hier einen Nametag versucht zu angeln, bin dann in den Nether gegangen, um in einer Festung dann. Wie bitte kann man einen Nametag angeln? Hä, das geht. Man kann einen Nametag angeln. Das ist für deine... Warte kurz. Zumindest, das ist für deine Dummheit. Hä? Zumindest irgendwer kann's, aber ich kann's nicht. Ich kann mit einer Angel nicht umgehen. Du kannst Kohle mit angeln, Alter. Nee, ich hab gar nichts geangelt. Nichts. Weißt du noch, wie man angelt? Ja, man wirft die Angel rein mit Rechtsklick, dann wartet man, bis die Bläschen da kommen um die Angel herum und dann sollte was kommen. Bei mir ist... Ja, nein, stopp. Du musst dann auch warten, bis auch so ein Ruck an der Angel kommt. Erst dann. Ja, da kam immer ein Ruck an der Angel und so Bläschen und... Ja, nix. Du bekommst okay, Luft. Okay, geil. Ja, egal. Du machen wir einfach mal Luft. Den Tank weiter. Du hast Luft geangelt. Oh, ja, okay. Luft. Ich mach das. Wollen wir noch den Tresor? Ja, du kommst nicht dafür. Au. Warst du gerade ein Two-Hit? Nein, du hast nur 2 Criticals verpasst. Ja, ich habe auf dem. Hier,
Ja, okay. Die Bestände der Bank passen eigentlich ziemlich, würde ich jetzt sagen. Und was? Ich hacke, ich kann Eisentür mit Rechtsklick öffnen. Ich auch. Hacker. Okay, wie wollen wir die Bank fertig bauen? Ja, also. Ja, Blöcke setzen. Fuck. Blöcke. Bist du dir sicher, nicht, dass wir was Falsches machen? Das ist wichtig, gell? Oder ist das Schwarzeiche? Nee, das ist wichtig, gell? Das ist Fichte. Okay, ich hol mal kurz Fichte. Vor allem hast du. Hä? Ja, unten im Lager meinst du? Ja, da ist viel Fichte. Ja, ich geh jetzt einmal in den Tresorraum, da ist ja genug Fichte. Jo, ich denke schon. Ach, wie umfassend unsere Stadt ist. Sogar eine Bank haben wir. Schwarzeiche, Eiche, Eiche, Birke. Wir haben keine Fichte. Hä? Wir haben Fichte. Bist du eigentlich komplett inkompetent? Guck doch nach. Wahrscheinlich hast du jetzt alle Fichte rausgenommen. Nein, guck nach, ich habe nichts rausgenommen. Gut, dann gucke ich eben nach. Schwarzeiche, du bist Schwarzeiche. Ich 25 Fichte. Aber wir haben keine Fichte mehr. Schau nach. Wo ist die Fichte? Ja, keine Ahnung. Ich weiß genau. Doch, ich weiß, wo sie ist. Wo? In der Truhe. Partyraumblöcke. Sind Schwarzeichenholz. What? Nee, da ist Schwarzeiche drin. Lol, wir haben einfach gar keine Fichte. Ich geh mal kurz Fichte abernten. Ich auch. Wie? Ich hab mir die Eisenachs gegönnt. Du gehst jetzt aber nicht in die Farmwelt. Nein, ich gehe aus unsere tolle Baumfarm. Ja. Bin ja nicht dumm. Naja, wir haben auch Schienen gebaut, um schneller nach unten zu kommen und benutzen sie nicht. Also. Ja, komm, Alter, die sind nicht schneller, weil wir packen das bloß blöd rum, wenn ich die benutze. Ja, das gut. Ist hier. Aber du Spruce hast ist Fichte, gell, ja. Spruce ist Fichte, ja. Lola, als ob da bloß vier Stämme drin waren. Aber was war das jetzt für eine inkompetente Frage? Dass ob Spruce Fichte sei. Ja, immer noch. Hielt sie für nötig. Pflanzen sich hier Setzlinge von selbst wieder an? Keine Ahnung, einfach mal aufsammeln und dann. Sag mal, haben wir Trope? Schon die ganze Zeit. Okay. Und wieso wachsen die ganzen Setzlinge hier nicht? Weil da alle Bäume im Weg sind. Und die wachsen nur mit Knochenmehl. Die da? Jo. Okay. Ja gut, ich habe 7 Fichte. Wir müssen wohl doch in die Farmwelt. Na warte, ich habe jetzt 2 Stacks Bretter. Ja, Bretter, aber was machen wir? Ja, dann geh du mal in die Farmwelt, ne? Bin ich. Bau so lang ein bisschen weiter. Ja, zumindest versuche ich Fichte zu finden. Ich sehe nämlich nur Eiche und Buche gerade. Muss ein bisschen weiterlaufen. Ja. Ich werde das jetzt einfach normal aufnehmen und in der Nachbearbeitung natürlich alles schneller machen. Ja, Ich habe das schon mal gesagt.
Frischer Fisch nach Fisch riechen. Warum frischer Fisch? Was? Warum frischer Fisch nach Fisch riecht? Er stickt im Regen, getrunkene Fische werden aus Berlins Seen gefischt. Fische riechen streng, Küchentipps für Hobbyköche. Stimmt's, Fischgeruch, Zeit online. Fisch- und Fangforum. Tote Fische und Brackwasser, es stinkt gewaltig. Das klingt doch interessant. Okay. Bin mir da mal drauf. Werde ich grad... Ja, und ich werde gerade getötet. Oder? Werde ich nicht mal. Okay. Warte, weil ich will jetzt wissen, was da steht. Wovon wirst du getötet? Ich dachte von der Spinne. Okay, was ist mit Hamburg? Nein! Zieh dir den Namen rein. Björn Marzahn. Zieh ich mir nicht rein, nein. Zieh ich nicht ein. Nein, nein, nein. Weißt du, was ich mir gegönnt habe? Minecraft Konstruktionshandbuch. Dein freaking Ernst. Weißt du, was da drin steht? Was? Nichts. Was? Nach dem Buch kann ich schlechter bauen als vor dem Buch. Ja, Alter, was? Also du bist übrigens ein Lachs, gell? Ein Lachs, oder? Da sind Bilder von Konstruktionen von anderen Leuten drin. Und dann steht dabei, was du aus dieser Konstruktion lernen kannst. Und es sind ein paar, die du selbst bauen kannst dabei. Also mit Anleitung. Kann ich da besser bauen als die? Warte. Ich muss es natürlich ja sagen, schließlich bin ich Bilder auf deinem Server. Nein. Ach, wirklich. Nee, also wenn du die Konstruktionen da überbieten kannst, dann musst du halt schon richtig gut sein. Schick mir nach mal ein Bild, bitte. Ja, ja, klar, kann ich machen. Nee, werde ich nicht. Ach, verdammt, ich wollte noch jemanden Link schicken. Egal. Achso, verschickst du hier schon wieder sonderbare Links? Ja, ja. Verschickt Links zu meiner Homepage. Zu deiner Homepage? Ja, ich hab eine eigene Homepage, also... Schaut alle auf vitas28.net vorbei. Nein, youporn.de. Youporn.de, wieso de? Ja, meine Seite, wie gesagt, ich bin Deutsche. Okay. Kann man einen Dorfbewohner anleinen? Keine Ahnung. Das wäre übelst geil, wenn wir Dorfbewohner in die Bank reinstellen könnten. Das einfach... dann so anleinen, Alter. Das rechts und links ein Dorfbewohner ist und in der Mitte halt ein normaler Spieler. Hier geht's zur SM-Höhle. Also, dass du so sozusagen einen öffentlichen Trade machst. Und der gratis ist. Der gratis ist. Ja, wie willst du Geld dafür verlangen? Der gratis zu benutzen ist halt. Dann verdienen wir dabei rein keinen Scheiß und gegen Goldäpfel und Schwächetränke aus. Ja und? Juckt mich das? Okay, ja doch. Super, halt mal nichts mehr dran verdient, das ist scheiße, nicht? Naja, es dürfen halt nur Einwohner von Vitronk City. Also alle Leute, die Miete zahlen. Und die wir offiziell als Einwohner anerkennen. Apropos, wir könnten mal eine Stadtmauer bauen. Ja, genau, könnten wir auf jeden Fall offline irgendwann mal machen. Und ich sehe gerade, wir sind bei 25 Minuten, ungefähr 5 Minuten oder so Abzug, weil ich das um einiges beschleunigen werde. Und ja. Tschüss.
Ja, sonst vergesse ich es immer, jetzt zeige ich es direkt mal vorher. Ja, genau. Also, dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Like. Hallo? Hallo! Dann lasst doch einen Like da. Und ihr habt es miterlebt, alle. Die Edgarianer haben nun schließlich auch ihren Weg nach Vitron City gefunden. Tschüss. Und vor allem, weil Claudia und Edgar jetzt anders aussehen. Hä? Ihr Sohn ist erwachsen, oder? Oh ja, lass sie. Zumindest fast. Ich hol mal kurz Karotten. Dann können wir es noch ein kleines Spektakel. Ich hoffe nicht, dass sie Inzucht betreiben. Ja gut, dann würde ich sagen... Warte, das müssen wir noch aufnehmen, das wird ein schöner Moment. Nein, Alter, keine Inzucht. Keine Inzucht. Nein. Ich hol kurz Karotten. Inzucht, Vitus. Sorry, das sind die Karotten. Wollen wir Claudia und Sohn oder Claudia Edgar und Sohn. Edgar und Sohn, ja. Jo. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen ist. Das ist männlich. Das Kind ist männlich, habe ich doch schon gesagt. Ach so, okay. Das sieht so stark aus, oder? Es sieht so muskulös aus. Okay, also dann Claudia und Sohn. Wo ist Claudia? Ja, Claudia ist Claudia und Sohn. Alter, Inzucht, Leute, ich will gerade Inzucht. Jo, Aschira-Wurf, nee. Inzucht, ich sag's doch, da ist ein braunes. Bei meinem Texture Pack ist ein braunes rausgekommen. Inzucht. Also bei mir sind die alle pink. Echt? Oh ja, wollen wir auch Inzucht betreiben? Oh nein, Leute, ich werde von Vitus gehandelt und ich würde sagen, das war's für diese Folge, bevor hier Inzucht betrieben wird. Bis dann. Ciao. Tschüss.